Danke. So, ich hole jetzt noch den nächsten Künstler auf die Bühne. Ist ein guter Freund von mir, er ist gerade von Bremen nach Köln gezogen. Großen Applaus für Patrick Krause. Also für die, die jetzt noch auf Patrick Krause warten, ich bin da. Glauben Sie nicht, okay? Ausweis zeige ich dir später. Ich bin von Bremen nach Köln gezogen, das richtig vor 4 Wochen. Und ich bin auch froh, da zu sein, weil eins hat mich in Bremen richtig genervt, und zwar die öffentlichen Verkehrsmittel. Die lachen so, als wenn ich immer noch nicht wüsste, wo ich bin. Doch, ich bin in Köln. Ich fahre mit Fahrrad. Auf jeden Fall ist es in Bremen immer das Gleiche, du kommst um die Ecke gelaufen. Der Bahnfahrer sieht auch, du kommst um die Ecke gelaufen. Und er wartet auch, bis du da bist. Um dich freundlich anzugrinsen. Und er fährt einfach los. Und ich denke mir so, boah, krass. Aber ich kann mir Gesichter merken. Diese Reaktion ist beim letzten Mal auch passiert. Ja, wir Schwarzen können uns Gesichter merken. Für uns seht ihr nicht alle gleich aus. Ja, danke schön, danke schön. Auf jeden Fall passiert mir das öfters, das auch, weil ich mir Gesichter merken kann und ich mir ganz oft was einfallen lasse, um mich zu revanchieren. Ich habe immer mit der Polizei. So, die Polizei kommt öfters mal zu uns und sagt, ja, Ausweiskontrolle. Sie ruft die immer. Hast du das gleiche Problem? Ja, klar, Schwester. Auf jeden Fall kommt ganz oft die Polizei zu uns und fragt uns nach dem Ausweis wegen der allgemeinen Sicherheit. Was fragen die bei dir? Ja, ob sie sehen? Haben sie Patrick Krause gesehen? Auf jeden Fall kommen die ganz oft zu uns und fragen uns nach dem deutschen Ausweis. Und irgendwann war uns das Spiel zu blöd und wir haben uns gedacht, was können wir machen, dass wir an dieser Situation auch ein bisschen Spaß haben. Und wie kann man an der Polizeikontrolle Spaß haben? Ich sag euch, jedes Mal, wenn die uns jetzt nach dem Ausweis fragen, wisst ihr, was wir machen? Mumufunga. Die Reaktion von den Polizisten war das gleiche. Harry, die verstehen uns nicht. Und dann versuchen die uns auch auf dem besten Polizeienglisch zu erklären, dass sie unseren Ausweis sehen wollen. Where you comest from? Passport, please. Mumufunga. Aber irgendwann ist uns das Spielchen zu blöd und wir geben denen unseren deutschen Ausweis. Und das Erste, was der Polizist macht, ist, guckt meinen Ausweis an und sagt, I break together. In Senegal, die Ausweise sehen genauso aus wie bei uns. Total, ich lasse erst mal atmen, kein Problem. Chef, haben wir mal Wasser hier vielleicht für den Herrn, der hat schon. Alkohol ist besser, ne? Oder ist alkoholfrei? Mittlerweile ist Eis geschmolzen. Alkohol ist verdampft. Auf jeden Fall, wisst ihr, was ich jetzt mache, wenn ich diesen Bahnfahrer sehe? Ich laufe auf diese Bahn zu. So, und wenn er im letzten Moment nochmal die Tür aufmacht, laufe ich einfach weiter. Auf Wiedersehen! Aber ich war letztes Mal auch bei einer anderen Comedy-Veranstaltung und ihr seht, hier gibt es ganz viele Themen, die auseinandergepflückt werden. Und da war das Thema so, ja, warum müssen die Frauen so viel so Tampons binden, irgendwann Thema, ihr wisst, was ich meine. So, da war eine, die Männer haben damit ja auch kein Problem.
Aber sagt euch Männer, ne? Binden für den Mann. Finde ich gar nicht so schlecht. Ich erkläre euch warum. Und die Männer werden gleich sagen, Alter. Und die Frauen werden sich denken, ich habe die doch gestern erst gekauft. Pass auf, Männer kennen das. Ihr steht am Pissoir, ihr pinkelt und egal was ihr macht, ihr schüttelt ab des Grauens, ihr packt den ein und was passiert? Egal was ihr gemacht habt, am besten noch hellblaue Hose an, sofort. Bruder, bei dir wird auch schon schwierig, ne? Also aufpassen, ne? Oder Binden kaufen gleich. Auf jeden Fall, ja, und je nachdem, ob du Links- oder Rechtsträger bist, hat die Binde halt einmal so eine Form und einmal so eine Form. So, ihr macht euch das echt einfach dann. Und egal ob, alles so. Safe. Wir haben gestern waren wir bei einer Veranstaltung und da ist eine Frau mit ihren Chihuahua vorbeigelaufen. Diese kleinen, die immer so. Egal was du machst. Und ich musste einmal laut lachen. Und du siehst doch, wie so. Und ich finde, das sah aus, als hätte der fast gekackt vor Angst. Und das hat mich direkt an meinen. Ich hatte mal einen schwarzen Mops. Patrick Krause, schwarzer Mops, was kommt noch? Auf jeden Fall, der hat immer, wenn er gebellt hat, gleichzeitig gepupst. Wenn eine Ekstase war, musstest du diesen Raum verlassen. Das Problem ist, er hat sich vor seinem eigenen Scheißen erschrocken. Die ganze Zeit. Der hat sich manchmal eine halbe Stunde selbst gejagt. Ich sag, ja, ist krank, ehrlich. Mein Opa, Bruno Krause. Sehr cooler Dude, lebt nicht mehr, also, ne? Opa, das habe ich von dir. Auf jeden Fall hat der besten Freund gehabt, den Ali. Der Ali stand oben auf dem Balkon und hat seinen Teppich rausgeschüttelt. Und mein Opa guckt und sagt, ey Ali, hast du ein Problem? Und Ali so, was für ein Problem? Ne? Und mein Opa sagt, spring dein Teppich nicht an! Also, Köln, danke schön, dass ich da bin, auf dem Mann, ich kann dich freuen, hau sie rein. Ich hab deinen Vater kennengelernt. Du kennst auch meinen Vater. Darum ja, bin ich hierher gezogen. Das ist der Wahnsinn. Also ich sag immer, ich hab ADHS und er ist ADHS. Also wenn du meinen Vater irgendwann mal kennenlernt, lauf. So! Nein, ich liebe meinen Vater, aber das ist der Wahnsinn. Naja, okay. Was wollte ich heute erzählen, Leute? Ja genau, jetzt gerade hier mit dem, ich hab das geliebt mit der Hundescheiße. Ne? Und ich muss wirklich sagen, ich liebe...